Egal, ob Sie auf einen Ritter, einen Samurai, einen Troll oder Orks treffen, mit Schwertshop.de sind Sie auf jede Situation gut vorbereitet. Schwertshop.de, der Online-Shop der scharfen Sachen mit Ritter, In dem heutigen Video geht es um Tanto. Ich habe vier ausgesucht aus dem Programm. Die vier unterscheiden sich sehr. Ich werde dann auf jedes einzelne nochmal konkret eingehen. Ja, mein Katana-Beratungsvideo ist sehr gut angekommen. Bis jetzt schon 130.000 Zuschauer. Danke dafür. Ich habe sehr viele Anfragen bekommen, wo man denn so ein Katana kaufen kann, ob ich da halt noch weitere Händler kenne. Selbstverständlich, also in Japan kenne ich ungefähr 6, aber da sollte man Mitglied sein bei NBTHK. Das ist, ich muss es leider ablesen, The Nippon Byutsu Token Hoson Kyokai. Das ist auch noch zusammenhängend mit dem japanischen Schwertmuseum in Tokio. Ich halte mal lieber hier meinen Finger drauf, sonst freut sich der Mitbewerber, der ist einfach mal abfotografiert. Und bei diesen kann man einkaufen, wenn man Mitglied ist als Händler. Und dann ist das kein Problem. In Deutschland, Katana-Händler, wo sie mit einem guten Gewissen einkaufen können, wo sie halt nicht irgendeinen China-Müll kaufen, irgendeine Ramschware, würde ich Ihnen zwei empfehlen. Einmal den Juwelier Strebel, der sitzt in Wiesbaden, der hat wirklich eine sehr, sehr gute Auswahl. Und dann noch Katana Sword Gallery, der Herr Polka, kann ich auch sehr empfehlen. Bei diesen beiden sind Sie wirklich sehr gut beraten und können sicher sein, wenn Sie da was kaufen, das ist dann was Vernünftiges. Und jetzt weiter mit den Tanto. Hier haben wir einmal das Honshu von der Firma OC. Dann haben wir hier das Panther. Das ist ein chinesischer Hersteller. Dann haben wir das Kill Bill Tanto. Und dann haben wir das Mikoto. Wie unterscheiden sich diese vier Tanto? Gehen wir mal durch. Das erste, die unterste Stufe, so würde ich es mal nennen, ist das Tanto von Kill Bill. Das hat eine 420er Edelstahlklinge. Ich sag mal so, es ist sehr gut, um Briefe zu öffnen und es ist mehr wirklich als Deko gedacht, um es irgendwo hinzustellen. Es ist leicht angeschärft, aber scharf kann man es nicht sagen. Schön ist natürlich der typische Kill Bill Löwe hier unten drauf. Ja, also reine Dekoration, 420er Edelstahl, sieht gut aus, mehr aber nicht. Hätten wir schon mal das erste. Dann geht es weiter mit dem von UC, das Honshu. Ja, das ist schon einsatzfähig, definitiv, weil bei so einer kurzen Klinge, da muss kein Klingenaufbau und ähnliches sein, war auch gar nicht groß üblich, außer es war natürlich ein Set, denn war natürlich alles in dem gleichen Stil gefertigt. Das Katana, das Wakizashi und das Tanto waren dann jeweils alle gefaltet. So, aber bleiben wir mal hier. Dies hier ist auch wiederum Edelstahl, ist schon angeschliffen, es ist scharf, so würde ich es definitiv nennen. Ist ein modernes Teil, modern dargestellt. Der Griff ist Gummi mit so ein paar Noppen drauf, dass man hier nicht abrutscht beim Einsatz. Das Gute ist auch hier die Mini-Zuba, so möchte ich sie mal nennen, dass man halt dabei nicht nach vorne rutscht. Das ist nämlich sehr fatal, wenn sowas nicht vorhanden ist. Ja, liegt gut in der Hand, einsatzfähig definitiv. Hier oben ist so ein kleines Loch, da kann man sich so eine kleine Metallschlaufe rein, nicht Metallschlaufe, Lederschlaufe reinmachen, um es sozusagen immer wenn man rausziehen, gleich griffbereit zu haben. Ja, das United Cutlery Honshu. Die nächste Kategorie wäre dann das Panther. Dieses hat eine Holzzaja und auf der Schwertklinge ist ein Panther abgebildet. Ich guck mal, was haben wir hier. Minuki ist schwarz, die Griffwicklung ist
Baumwolle, kann aber auch Nylon sein, bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Hat eine Damastklinge, wie gesagt, und über diesen Damast wurde nochmal ein Wellenschliff angebracht, damit das Ganze aussieht, als hätte es einen Hammer. Und der Eyecatcher dazu, das halt namensgebend der Panther mit auf der Klinge drauf ist. Und natürlich scharf. Wir kommen zum nächsten, das Mikoto. Blaue Wicklung, blau aus Baumwolle, schwarze Saya, Sageo ist auch blau. Das ist dann die obere Klasse, dieses Schwert, Entschuldigung, dieses Danto. Hat eine echte Härtelinie, eine echte Hammon. Das macht es denn zu dem eigentlich 100% nach japanischem Vorbild hergestellten Tanto von diesen Figa-Sets. Liegt sehr gut in der Hand. Die Klinge ist auch nochmal sehr speziell bearbeitet worden. Sie verjüngt sich hier ab dem Bereich. Wird hier vorne wieder etwas stärker. Hat zwei Hohlkehlen. Bohi. Ja, das wären erstmal grob die vier unterschiedlichen Arten aus dem Bereich Tanto und dann geht es jetzt gleich im Detail weiter. So, dann kommen wir mal zu dem Kill Bill Tanto. Einerseits das Tanto und dann dazu noch der passende Kill Bill Tanto Ständer. Ist so ein typischer Zusammensteckständer. So. Und dann kann man das Schwert dann so repräsentieren. Schwert nicht, natürlich ein Tanto, Entschuldigung. So. Wicklung ist aus Nylon. Die Koshira ist natürlich Metallguss, sowie alle weitere Beschläge. Auch die Tsuba ist natürlich Metallguss. Geeignet wirklich nur, um Briefe zu öffnen, nicht mehr. Nicht mal Obst schneiden, kein Fleisch schneiden. Nein, für mehr ist es leider nicht. Das Hauptthema ist hier einfach der Kill Bill-Film. Klinge ist aus Edelstahl, hat hier einen schönen Wellenschliff drauf. Leicht angeschärft, aber wie gesagt, bitte nicht für mehr einsetzen als zum Briefe öffnen. Schön, dass noch der Löwe drauf ist. Ja, das war das Kill Bill Tanto. So, dann kommt das Honshu von der Firma United Cutlery. Gesamtlänge ca. 41 cm. Inklusive einer Lederscheide. So, ich mach das mal auf. Ja, 440er Edelstahl. Nochmal das Honshu auf die Klinge gelasert. Auf der Klinge selber lesen wir noch United Cutlery. Gummigriff. Liegt sehr gut in der Hand, für den Einsatz auf jeden Fall zu gebrauchen, Wald, Wiese, Jagd, wie man das möchte. Hat dann hier auch noch eine Schlaufe, um es am Gürtel zu tragen und wie ich vorhin schon sagte, ein kleines Loch hier oben für so ein Lederband, damit man halt einfach herausziehen kann, kann ich wirklich sehr empfehlen. Auch nochmal auf der Lederscheide drauf, Honshu. So, das dazu. So, und jetzt kommen wir zu dem Panther Tanto. Circa 38 cm Gesamtlänge. Aber die Daten sehen Sie auf der Webseite, die muss ich jetzt nicht extra erwähnen. Kommt in einer Kartonage. Natürlich wird es nochmal extra verpackt, dann in so einem Transportsack.
Ja, und das ist es, das Panther Tanto. Sieht schon mal sehr, sehr gut aus. Holzhaar, Baumwollwicklung, würde ich sagen. Beschläge sind aber weiterhin alle aus ja, Metallguss, würde ich schon sagen. So. Klinge ist aus Damast, aber eigentlich sagt man fachlich richtig gefaltet, weil Damast ist ein Oberbegriff für alle verschiedensten Formen. Rosendamast, Explosionsdamast. Eine Faltung ist aber eigentlich was ganz anderes. Es ist viel einfacher. Es sind halt Schichten, die halt einfach nur gefaltet wurden und das war's. Da werden keine Muster draus gemacht. Also wäre hier fachlich richtig gefaltete Klinge. Und natürlich der Eyecatcher ist die rein gravierte Pantherfigur, die sich auf der Klinge lang zieht. Die Zuba ist sehr schön schlicht gehalten, auch geschützt vor Abrutschen hier, sehr, sehr gut. Ja, hinten sieht man Kirschblüte auf dem gefalteten Stahl, sehen wir noch einen Wellenschliff, der halt die Hammon darstellen soll. Ja, das ist das Panther Tanto. So, und dann das letzte, das hochwertigste, das Mikoto, wird geliefert in dieser schönen Holzkiste, inklusive eines Zertifikates. Ein echtes Tanto erkennt man daran, hat eine echte Hammonlinie und da sollte man das auch schriftlich haben, dass da eine echte Hammonlinie ist. Wir lesen 1095er Kohlenstoffstahl, Real Hammon Line, der Klingenrücken ist 52 cm und durch die Hammon ist natürlich die Schneide härter, hat ungefähr 58 Rockwill HRC, also nochmal der Rücken hat 52 und die Schneide hat 58. Bitte beachten, ist ein Richtwert. Selbstverständlich hat der Schmied hier unten den Stempel draufgehauen und unterschrieben. Das ist in China so üblich, also der Stempel ist die Unterschrift. Ja. Alles da und kann man dann wunderbar mit einrahmen zu seinem wunderschönen Tanto. Gesamtlänge haben wir hier 51 cm. Kommt mit einem Transportsack, einem hochwertigen Transportsack, muss man ja so sagen. Schwarze Saya, alles schön in blau gehalten. Der Griff ist blau, Sageo ist blau. Auch hier muss man wieder sagen: Metallguss jeweils. Da sagst du, also kein Goldschmied hat das irgendwie angefertigt, dann wären wir in einer anderen Preislage, muss man einfach so sagen. Das ist halt, die Tanto sind ein preisgünstiger chinesischer Nachbau von japanischen Tanto. Und darum muss man natürlich ein bisschen abspecken, sonst würde es den Preis nach oben treiben und dann könnte man sie nicht mehr kaufen. Auch alles ein bisschen grau und gold gehalten, finde ich es sehr, sehr ansprechend. So, da haben wir es, das Mikoto. Echte Hammonlinie. Schön ist auch, dass es nicht so eine einfache Wellenhammon ist, sondern sie geht mal hoch und mal runter. Und das Besondere ist nochmal bei der Klinge diese zwei Buhi. Die dünnere Buhi zieht sich komplett bis nach hier vorne. Die etwas tiefere Buhi, beidseitig aber immer, ne, geht bis hier. Und ab hier verjüngt sich die Klinge. Also man merkt schon, wirklich sehr gut zum Zustoßen geeignet. Das geht bestimmt überall rein wie Butter. Ja, das Mikoto, meine Kaufempfehlung, lieber ein bisschen mehr ausgeben und dafür was Vernünftiges. So, dann von meiner Seite, Dankeschön fürs Zuschauen. Gleich im Anschluss kommen noch ein paar Detailaufnahmen, damit Sie dann etwas genauer sehen, was Sie sich da kaufen. Sollten Sie Fragen haben, sehr gerne per E-Mail an mich. Ihr Silvio Overlach, alles Gute.